Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Eli, Eli, lama asaftani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Jahr ist jeder Tag in der Passionszeit ein besonderer. Wir hören von Leid und Sterben in der Welt wie selten zuvor. In einem Leben, in dem es eine Unmenge gibt von Dingen, die die Aufmerksamkeit binden, wendet man sich irgendwann von diesen Bildern ab. Das geht in diesem Jahr nicht mehr. Karfreitag ist die Klage über das Leid. Und wir sehen das Leid in vielen Menschen, den Menschen, die von Covid-19 infiziert sind, denen, die an diesem Virus verstorben sind. Diese Not bestimmt unser Leben. So geht mein Blick auf das Kreuz vorne im Altarraum. Wir sehen es oft kaum noch. Es ist ja die immer gleiche Perspektive. Es ist wie der Blick aus dem Fenster zu Hause, wie der vertraute Blick. Aber heute konzentrieren wir uns auf dieses Bild des Leides. Wir betrachten es so lange, bis es sich in uns selbst wiederfindet. Und dann höre ich. Auch wenn niemand singt und wenn es ganz still ist in dieser Kirche, die Melodien des Schmerzes und der Klage, aufbewahrt in dem Kreuz, in dem leidenden Jesus. Der Schrei eines Vaters, der um sein Kind weint, das verzweifelnde Würgen eines Sterbenden, die Tochter, die um ihre Mutter trauert. All das klingt hier in dem großen Resonanzraum der Marktkirche. Die Schreie, das Klagen, das Weinen, die Tränen, sie klingen durch diesen Raum, durchschneiden die Luft und spielen ihr Echo zurück. Und diese Klage wird gehört. Jeder Ton. Alles hört einer. Der leidende Gott dort vorne am Kreuz. Er kennt diese Gesänge, die Choräle des Schmerzes, weil er sie selbst gesungen, ja erlitten hat. Er hat sie selbst gesungen, diese Lieder des Leides. Er hat den Schmerz getragen und bestanden. Und darin wird er für uns zum Trost.